Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der 14. mittlerweile. Und ja, wir machen weiter in der Story. Und zwar in die Geschichte von Ryuzo und untersuche den Anlegeplatz der Mongolen. 20 Meter entfernt ist also gleich da hinten und löse keinen Alarm aus. Ich hoffe mal, wir schaffen es. In der letzten Folge haben wir ein paar Versuche gebraucht, dass wir keinen Alarm auslösen. Und ja, schauen wir mal, ob es jetzt hier besser läuft. Wenn es euch dann gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go, Start in die neue Folge. Wir gehen einfach mal ein bisschen geduckt, würde ich sagen. Ah, da unten. Ich glaube, da unten waren wir doch aber schon in einer anderen Folge. Da haben wir schon. Das Lager haben wir schon mal auf jeden Fall schon mal komplett gemacht gehabt, aber. Ich glaube, das war kein Missionsziel damals. Okay. Irgendwo da hinten X. Die Mongolen haben kleine Boote am Strand. Wir könnten eins stehlen, müssten aber mitten durch ihre Ah, nervig. Wir haben es damals schon komplett geklärt gehabt, das Lager. Also müssen wir das nochmal machen. Zu viele Barrieren und Schützen. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord. War Ich schicke meine Männer nicht an die gegnerische Front. waren sehr viele Gegner. Da hat man ein bisschen gebraucht. Schick deine Schützen auf die Klippe. Sie beschäftigen die Mongolen und wir stehlen das Boot. Und hier unten war noch was? Ein Brandpfeil könnte den Sprengstoff zünden. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sie sollen sich ja vom Strand abwenden. Okay, hoffen wir mal, dass wir den Brand Also gut, schießen Männer. müssen. Sie wissen nichts von unserem Sieg am Fort. Also warten Sie auf Verstärkung, die nicht kommen wird. Lenkt sie ab, bis wir ein Boot gestohlen haben. Dann zieht euch in den Wald zurück. Achtet auf meine Fackel. Sie ist euer Angriffssignal. Suchen wir einen Weg zum Strand. Ihr habt Ryuzo gehört. Wir enttäuschen dich nicht. Dich dort kämpfen zu sehen, hat mich an Fürst Nagaos Turnier erinnert. Dann schauen wir doch mal, ob wir das du hinkriegen. Du wolltest um jeden Preis gewinnen. Es war ein Wettkampf. Du hast auch hart gekämpft. Wirklich? Worauf willst du hinaus? Auf nichts. Ich denke nur an unser. Wahrscheinlich wir wieder ein paar Anläufe Darüber brauchen. Reden wir später. Falls wir überleben. Deine Männer sollten in Position sein. Jetzt die Fackel. Los, Männer. Okay, die schießen schon mal auf das Ding. Sehr gut. Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Führe Jose zum Ruderboot. Den haben wir schon. Alter. Das war nicht der Plan, Jin. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Komm, wir gehen mal weiter. Oh, in den Kampf geht's nicht, Mensch. Alter. Komm, steh auf, Mensch. Zieh durch. Ich hab gedacht, wir können das schön gemütlich durchrennen. Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Gehen wir mal ein bisschen präziser zielen. Das war nicht der Plan, Jin. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Ah!
Okay, den haben wir schon mal erledigt. Komm, Egger, zieh durch, Bitch! Zieh durch, komm, Egger! Zieh! Komm her, Bitch! In der Nähe wird gekämpft. Was ist denn hier los? Alter Schwede. Wie soll denn das gehen, Mensch? Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Das sehen wir die Erwische. Das war nicht der Plan, Jen. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Ich hab mir doch geheilt, Mensch. Ist doch beschissen. Ah, je. Yeah. Der wird ein paar Anläufe brauchen. War nicht der Plan, Jen. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Okay, da hinten sind durch. Gehen wir weiter durch. Ah!
Dann schießt er nicht auf mich. Nein! Oh, ernsthaft? Oh, muss ich jetzt das ganze Lager hier clearen oder nicht? Keine Ahnung. Jedes Mal hat es neu angefangen, das nervt mich. Schau dir das Feuer an. Ja, scheiße. Das war nicht der Plan, Jim. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Komm mit, Mensch! Er ist schon wieder komplett weg. Eriuso, wo bist du denn? Ja, das ist halt scheiße, wenn ich weiß, wo er ist. Schauen wir mal, ob wir was machen können. Wir müssen schnell sein. Okay. Nimm ein Ruder. Keine Ahnung, wo er ist, aber wir können auf jeden Fall das Pupa nutzen. Deine Männer haben die Besatzung abgelenkt. Okay, dann schauen wir doch mal, wo sie hochgeht. Suche nach dem Essen. Oh, hier gibt's Vorräte. Ich hätte nicht gedacht, dass das Duell dich so ärgert. Jetzt weißt du es. Kein Essen hier. Du hättest es mir sagen sollen. Unsere Wege haben sich getrennt. Egal. Es ist schon lange her. Hier ist alles voll.
Schauen wir mal hier rein. Leder. Rauchbomben voll. Kunai ist nie verkehrt. Vorräte. Aber ich komme jetzt hier gar nicht raus, oder? Okay. Kein Glück. Irgendwelche Vorräte? Hier nicht. Vielleicht auf dem nächsten Schiff. Hörst du das? Klingt wie 4, 5 Männer. Hey. Den Weg drumherum. Überraschen wir sie. Die können wir locker ausschalten, glaube ich. Seid gegrüßt. Netter Chef. Wir müssen schnell sein. Hast du dein Boot? Du dein nicht? Wir haben meine Leute. Dann machen wir es auf die harte Art. Mehr Mongolen. Auf sie. Anführer getötet? Okay. Seh nix. Vorräte, bleibt nur das andere Schiff. Such okay, hier, nächstes Schiff. Ich auf dem anderen. Vorsichtig. Wie sieht meine Energie aus? Können wir da irgendwas mitnehmen? Kunai. Okay, Energie sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Suche die das Schiff nach Nahrung. Okay. Okay, ich glaube, wir müssen hier rein. Okay. Sieht wie Schlachtpläne aus. Ich sollte zu Ryoso. Keine Lebensmittel zu sehen. Es muss etwas da sein. Kunai voll. Was ist denn das? Irgendwie hört sich das komisch an.
Ist das ein Schwein oder was ist denn das hier? Ne, ein Bär ist das. Okay. Ne, ich weiß nicht, ob ich das öffnen soll. Das war mir klar. Alter! Jetzt hat mir der Bär umgelegt. So schnell kann ich gar nicht ausweichen. Alter Schwede, was ist denn da los? Okay. Okay, geht's auch. Hier gibt es Munition, ist mein Pfeil auch wieder voll, sehr schön. Kune sind voll, kehre zu Rio zurück. Hol zu Rioso. Oder Raizo. Nein! Wir kehren mal zurück. Finde Raizo. Denk mal, dass hinten auf dem anderen Schiff sein wird. Okay, hier ist nichts mehr. Nicht mehr. Was ist denn hier? Ist da hinten? Hä? Will das Essen, das sie uns stahl. Rioso. Ist hier hinten, was? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier raus. Okay, ist er da oder nicht? Ich hätte diesen Mongolen gehabt, wärst du nicht aufgetaucht. Ja, alles klar. Hast du gesehen, wie dick der war? Dahin ist unser Essen verschwunden. Sie verbrennen unser Essen. Ich springe vom Schiff. Das Feuer greift um sich. Spring. Okay. Suchen wir uns Deckung. Sie sind noch hinter uns her. Da vorne ist ein gutes Versteck. Okay. Ich habe meinen Männern Essen versprochen und komme mit leeren Händen. Wir finden schon einen Weg. Wie viele werde ich bis dahin noch verlieren? Das hier könnte vielleicht helfen. Mongolische Schlachtpläne. Sieht man darauf Nachschublinien? Es gibt eine Karte. Immerhin. Gib sie mir. Wir tun das gemeinsam. Du hast deine eigenen Probleme. Und ich bin ihr Anführer. Ich brauche sie, Jin.
Und ich brauche dich bei Burg Kaneda. Ich werde da sein. Man darf dich nicht kommen sehen. Dich auch nicht. Okay. Geschichte von Ryuzo. Rekrutiere den, die Strohhut-Ronin erledigt. Ich brauche mehr Verbündete. Okay, dann schauen wir doch mal die Karte. Das ist jetzt erledigt eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder auch einen Kommentar. Ist alles sehr, sehr gern gesehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.